Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Und damit ho zu einem Part von Switch Go Vacation. Heute wollen wir sage und schreibe 4 Orienteerings machen. Hatten wir bisher noch nie so viele. Wir hatten schon mal 3, aber 4 Stück hatten wir noch nie. Und das wollen wir heute aber machen. Dann wäre das jetzt Orienteering 56, 57, 57, 58, 59 und 60. So müsste es sein, oder? Schauen wir nochmal nach. Genau, 57, 58, 59, 60. Das wären die Orienteerings, die wir heute machen wollen. So. Die Orienteerings sind ja immer zufällig, also wundert euch deswegen nicht. Nehmen wir wieder mal Knoll mit. Und gehen diesmal wieder ins Schneedesort. Es ist Nacht, also es ist bei mir schon dunkel. Es ist 21.16 Uhr. Am Sonntag, den 2. Mai. Und ja, es ist schon krass, ne? Das ist einfach schon fast ein halbes Jahr vorbei jetzt, 2021. Ich weiß, es sind noch 2 Monate so ziemlich, also der ganze Mai noch und der ganze Juni. Aber an sich sind wir schon ziemlich weit im Jahr vorangeschritten, ne? Also schon ziemlich krass. Leute, willkommen in der Schneeresort. Neues im Orienteering. Achtung, hier kommen die Infos. Okay, Schneerennen brauchen wir. Reiche beim Sprintrennen einen Podestplatz. Okay. Sprintrennen. Okay, machen wir das. Sprintrennen. Sprintrennen an Podestplätze. Sprintrennen ist beim Schneerennen. Das ist bei Nummer 7. Soweit ich weiß, ne? Nee, bei Nummer 5. Nummer 6, dann eins runter. Ich verwechsel immer die beiden, ne? Immer die beiden. Aber gut. Ich weiß ja, wo es ist. Deswegen halb so wild. Wir fahren hin. Dann ist es unten. Na, war ich fast richtig. Und mache ein Sprintrennen. Hallihallo. Ja, ich fahre drauf, wie Pisten zu heizen. Gibt es denn keine Ski- oder Snowboardfahrer, der ich herausfordern will? Ich bin einfach zu schnell. Niemand ist mir gewachsen. Also seine Haare, die sind sehr, sehr gewachsen, würde ich sagen. So wie die in die Luft stehen, ne? Aber gut. Es ist ein... Ich bin einsam an der Spitze. Ja, Randkapital, auch ein Lied davon singen. Momentan... Moment. Du willst jetzt nicht herausfordern? Okay. Endlich kann ich zeigen, was ich drauf habe. Bringen wir die Piste zum Schmelzen. Mit der oder Knollen, wir sehen von hier aus zu. Das verstehe ich jetzt nicht. Er sagt, wir schauen von hier aus zu. Bevor er eben hat er doch gesagt, er will mich schlagen. Was ist jetzt Sache? I don't know. So, wir machen einen Sprint drin. Wir machen Stufe 1, aber weil es geht. Mit dem Snowboard mal. Wir schauen uns an, wie wir es am schnellsten schaffen, quasi. Ja, Gold zu kriegen. Oder bis halt, einen Podestplatz zu erreichen, müssen wir nur. So, mit Y gedrückt halten. So, ich weiß nicht, ob es am schnellsten ist, wenn hier vorbeifährt. Wahrscheinlich schon, ne? Jetzt fahre ich einfach hier durch. Ich meine, ich mache nichts außer Y drücken und bin einfach fahren allen vorbei oder allen weg. Ja, neuer Rekord sogar. Immerhin. Dann sollten wir das geschafft haben, oder? Ja, Mann, erreiche. Sprinter im Podest. Nice, beenden wir das Ganze. Und gehen dann gleich weiter ins nächste Resort. Wir haben ja 4 Orienteerings heute in dem Part, deswegen sollten wir uns nicht zu viel Zeit lassen, weil, ja, sonst wäre es wieder ein 1-Stunden-Part oder sonst was. Das weiß ich auch nicht. Genial. Oh, das war unglaublich. Nichts aussetzen an so einem perfekten Lauf. Du bist ein Meister. Lass dich wieder auf der Piste blicken. Mari, so ein Rekord, aber der hoffentlich nicht der letzte. Und das hoffe ich auch sehr, dass es nicht mein letzter ist. Schauen wir mal. Gut. Dann gehen wir mal in Stadtresort, ne? Schauen wir nochmal kurz nach. Ja, Stadtresort, Bergresort, okay. Resort wechseln, Stadtresort. Bleiben wir bei der Nacht, würde ich sagen. Es ist sehr schön in der Nacht.
Und vor allem das Stadtresort ist nachts ultra schön. Ich liebe das Stadtresort in der Nacht ja so sehr. Das Stadtresort am Tag ist nicht ansatzweise schön wie es in der Nacht. So. Und schau dir mal. Der deutsche Burger war ziemlich lecker. War sehr, sehr schmackhaft. So, Lava kannst du Einkaufszentrum easy da. Und Lili auch. Orientierung, Fortschritt. Die Leistungsschere haben wir schon gemacht. Erreiche den Sprinter einen Podestplatz. Technik, Inline Skates. Erhalte 300 Punkte oder mehr für Enter-Kombo. Okay, wie sieht's aus? Ja, alles ganz entspannt. Gut, ich denke, wir machen es mal ganz entspannt und ganz schnell hier, ne? Ohne Probleme. Fahren wir zum UFOs. Hier runter, hey. Oh, man muss ja am Osten rumfahren, ne? 300 Punkte. 20, 36 haben wir schon. Immer wenn er ein bisschen so ins Struggeln gerät bei den Kurven, einfach ein bisschen nach rechts lenken, dann geht er schon. Okay, gleich haben wir es. Okay, jetzt haben wir es eh schon geschafft. Ich wollte gar keinen Trick machen. Machen wir noch mehr hier. Geschafft! Sehr schön. Und wir sind fertig. Und gehen gleich direkt weiter ins nächste Resort. Erkundung Bergresort, erreiche die Mitte des Irrgartens. Okay. Auch halb so wild. Halb so wild, da gehen wir ganz schnell hin. War wirklich nicht ansatzweise schwer, ne? Ich bin gespannt, in welche Resorts dann die anderen sind. Wahrscheinlich muss ich jetzt die ganze Zeit in irgendwelche Resorts rumreisen und sonst was alles. Dass ich da die ganze Zeit hin und her reisen muss. Naja. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Was ist das? So, was haben wir denn hier? Na, liebe Comeback Resort. So. Würde ich sagen. Der Zug fährt da ja nicht lang. Ja, fahren wir hier mit dem Auto. Obwohl, nein, wir machen es mit dem Pferd. Das macht schon mehr Sinn. Wir machen es mit dem Pferd aus einem Grund. Und zwar glaube ich, dass man mit dem Pferd einfach drüber springen kann beim Labyrinth, beim Irrgarten. Schauen wir mal, ob das klappt. Oder ob das eher nur Wunschdenken war. Labyrinth ist da vorne. Man kann auch aufs Auto springen und dann einfach drüber gehen. Das geht natürlich auch. Ja, genau so geht das. Oh. Das war ein Lifehack, ja, Mann. Ah, bester Lifehack. Okay. Dann sind wir hiermit fertig, ne? Ja. Das heißt, ab geht's zum Uhrzeit umstellen. Wir wollen ja noch ein weiteres Orientierung machen. Datum und Uhrzeit. So, tatsächlich 0 Meter zu schaffen. Okay. Ich schreibe mal kurz was auf. So, okay, passt. Ich würde sagen, wir machen von links nach rechts wieder. Das ist ja gerade nicht schwer, ne? Und dann gehen wir jetzt allererstes gleich zum Schnellziehen. Schnellziehen ist da. Ah nein, nicht da. Eins runter. Hier. Was brauchen wir da genau? Schieße halt von 0,2 Sekunden. Das ist hart. Ja, Schnellziehen ist da. Hallo, willst du mal Schnellziehen versuchen?
Lass sehen, was du kannst. Bestimmt weißt du das schon. Aber stellt sie mal das Signal und schießt. Wer das Ziel zuerst trifft, gewinnt. Beeil dich, Marie. Mach dich bereit und verblüffe mich mit deinem Können. Ich bin ganz gespannt. Knäuel, jetzt ist Anfeuern angesagt. Gute Stimmung ist auch wichtig. Stimmt. Gute, sehr wichtig. So. Allein spielen. Ein Dauerspiel. 0,2 müssen wir hinkriegen. Was müssen wir machen? Drunter drücken, ne? Stick nach unten, ne? Ja. Wahrscheinlich 0,11. 0,11. Ja, Mann. Und damit haben wir es geschafft. Aber wir hatten einen Rekord von 0,05. Also der war krass. Schneller als James Bond, weil der war 0,07, ne? Sehr gut, du hast es geschafft. Und auch das, auch die, aus Orienteering die Aufgabe hinbekommen. Sehr, sehr gut. Das sieht doch stark aus. Sehr, sehr gut. Dann checken wir das nächste ab mit Bungee-Springen. Ich bin mir echt am Überlegen, wo wir das machen. 0,00. Habe ich schon überall geschafft? Wow, Chef, zieht keiner. Ich bin völlig hin und weg. Versuche jetzt mal einen schlagbaren Rekord aufzustellen. Das habe ich doch getan. Na okay, nee, ich habe keinen neuen Rekord aufgestellt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich war besser als gewollt. So. Wir wollen... ich weiß gar nicht genau, wo wir Bungee springen wollen. Ich finde diesen Bungee-Sprung eigentlich einer der coolsten. Machen wir den hier mal. Und wie gefällt dir in der Welt? Ob du einen Fluss, den abfährst oder einen Berg besteigst, Spaß mehr auf jeden Fall. Aber eins fehlt dir noch, zu deinem Glück. Ein Bungee-Sprung. Darf ich das aufregendste Erlebnis deines Lebens präsentieren? Lege alles einfach los und stürzt dich in die Tiefe. Wir machen es von hier aus in Stimmung, okay? Knäuel? Ja, Knäuel ist bester Stimmungsmacher hier. Der macht einmal wow und alle sind begeistert. wie ihr hier seht, haben wir ja schon bei allen hier 0. Und bei dem hier, wo ich gerade bin, auch. Und deswegen versuchen wir das hier wieder zu schaffen. Ich überlege gerne, aber ich bin schon lange wach heute. Die 0 Meter müssen wir hinkriegen. Ist hart. Ist doch nicht hart. First try. Wahrscheinlich aber der First Try. Ich hab... Wann habe ich den letzten Stream gemacht zu dem Bungee-Sprung? Ist doch schon ewig her, ne? Und ich mache jetzt First Try. Yo, also das ist ja so geil bisher. Bisher läuft wirklich alles, was laufen sollte, läuft einfach. Total gut. Genau. Dann machen wir jetzt als nächstes noch das dritte. Was war denn das nochmal? Wie bei Bungee-Sprung in die Wildnis, ist furchterflößend, aber toll. Es gibt noch eine andere Bungee-Sprungstellen im Resort, die du nicht entgehen lassen sollst. Ja, ist klar. Weiß ich. So, was ist das dritte gewesen? Beachvolleyball. Dazu gehen wir ins Seeresort. Und da müssen wir einen Schmetterball landen und damit einen Punkt erzielen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich meine, das ist ja eh nicht so schwer. Müssen wir das im normalen Modus machen oder können wir das auch im freien Spielmodus machen? Wahrscheinlich im normalen eher. Schauen wir mal. Frohbucht. Okay. Jo. Jetzt habe ich überskippt. Ich bin ein Profi in meinem Gebiet. Upsi. So, schauen wir mal die Rekorde an. Schmettere den Ball. Im freien Spiel. Das heißt, wir müssen ein freies Spiel spielen, was ich eigentlich für den nächsten Part geplant hatte. Aber gut, machen wir das eben jetzt. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz hier, ups, nicht da hin, sondern hier hin. Aber ich möchte, obwohl das könnten wir eigentlich auch mit dem Chatbot schaffen. Ein bisschen Gas geben. Ja, schaffen wir locker. Hey! Hi! Ah, nichts besser, als sich im Strand zu bewegen. Ey, du da, du wolltest eine Runde Beachvolleyball spielen? Versuch gar nicht erst, dich zu verstellen. Okay, dann redet dich halt mit dieser Stimme. Ich habe in diesen Dingen einen siebten Sinn.
wie du meinen Volleyball anschaust, das sagt alles. Was meinst du jetzt damit? Wenn du spielen möchtest, dann komm in die Gänge. Das Match geht gleich los. Ich bin wirklich gespannt, wie du dich anstellst. Warte, Moment, Knoll. Du wirst doch vom Ball getroffen. Wenn du zu nah dran bist, zieh von hier aus zu. Ja, ja, alles gut. Der Knoll passt schon auf. Im Notfall schmettern wir ihn. Nein, natürlich nicht. Der arme Hund. Den sollten wir nicht schmettern. Das tut ihm doch bestimmt weh. So, wir machen das Freispiel. Das haben wir alles geschafft. Das Freispiel. Was ist das Freispiel? Schauen wir mal kurz die Übersicht an. Nein, nee, nicht K.O., sondern Übersicht, Freispiel. Spieler in zwei Teams bis zu vier Spieler. Okay. Aber auch ganz normal. Einfacher Modus, der entweder gegeneinander oder im Korb spielt. Standardball, leichter Ball. Was gibt's hier für Modi? Manuell bewegen? Nee, ich bewege mich manuell. Ich mach das mehr. Obwohl ich die Steuerung gar nicht mal so wirklich drauf habe, glaube ich. Ja, ganz klar, wie springt man? Wie springt man? So, und da haben wir den Schmetterer schon. Sehr schön. Man kann mit X oder mit ZR springen, okay, geht beides. Das wusste ich gar nicht. So, noch ein Schmetterpunkt. Es ist ja gar kein Sound gepinselt, also keine Musik gepinselt, schade. Naja, hat fast geklappt. Bin ein bisschen versprungen, möglicherweise. Das war nicht der beste Schmetterer, den ich jemals gemacht habe. Da war der schon besser. Alle beide stehen vor dem Netz und ich hau ihn hinter. Sehr nice. So, in die Mitte. Sehr gut. Nein! Oh, was mache ich denn? Bin ich doof. Ist mit dem Matchpoint? Nee, noch nicht. Bis 7 geht's, ne? Ich glaube. Lol, was war das denn? Okay, die anderen sind genauso lost wie ich. Unglaublich, dieser Move. So, jetzt kommt Matchpoint wahrscheinlich. Letzter Punkt. Ne, noch nicht. Wie viele Punkte geht denn das? Oder wird es vielleicht nicht angezeigt? Kann auch sein. So, 7-3 ist Ende. Nein. Hä, hey, wann ist denn Matchpoint? Bis wie viele Punkte geht denn das? Bis 9? Vielleicht bis 9, das kann sein. Lol, mit den Füßen oder was? Oh, was tue ich? Nicht stark, gar nicht stark. Okay, jetzt kommt Matchpoint hoffentlich, oder? Matchball, ja. Nice, und da haben wir es. Da haben wir es. Sehr stark. Und wir sollten die Aufgabe auf jeden Fall geschafft haben. Nice, du gewinnst. Gut.
Dann würde ich hier noch schnell aufschreiben. Okay. Dir zuzuschauen war auch toll. Jetzt muss aber selbst noch mehr fordern, nichts wie ran. Ja, ja, alles gut. So, wir sind damit fertig mit dem Orienteering, mit dem zweiten. Soweit ich das habe, ne? Yes. Dann machen wir gleich so. Haben wir noch zwei. Datum, Uhrzeit. Meeresangeln. Wandle den Pluspunktzahl in eine in Spieler um. Und schieß Snowboard, durchbricht die Sonne und spring vom Schlangenfeld zum anderen. Okay. Nicht so schwer. Wir gehen mal zum Meeresangeln. Das ist hier unten. Glaube ich. Ist hier irgendwo. Oh, da ist noch ein goldener Ballon, den hole ich auch noch schnell. Nicht, dass ich den mal übersehe oder irgendwann mir noch fehlt. Ein paar Punkte können nicht schaden, ne? Ist das Meer das Angeln hier nicht irgendwo? Ne, da ist ein Fotopunkt. Diese Schatztruhe. Wo war denn das Meeresangeln? Da haben wir noch einen Fotopunkt direkt daneben. Wo war denn das Angeln? Wo war denn das? War das hier auf der Seite? Ich glaube nicht. Das war ein Foto. Musste man nicht da hinten drauf? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ah nee, das war da wahrscheinlich, ne? Hier. Ja, genau, hier war's. Mit einer Fischart, die man Haarschwanz nennt. Seltsamer Name, was? Und noch was Besonderes an diesen Fischen. Sie können aufrecht schwimmen. Entschuldigung, dass ich aus heiterem Himmel frage. Aber sag doch mal, wohnst du hier am Meer? Ich meine, du bist doch nicht etwa ein Pirat, oder doch? Na, ich habe ein Ninja-Outfit an. Ich hatte mal ein Pirat-Outfit. Ach, zum Angeln bist du da. Schade. Da, was willst du heute fangen? Welche Knüppel benutzt du? Und was für eine Angelroute? Hier geblieben. Entschuldigung, es dürfen Angler mitfahren. Wir bleiben hier, Knäuel. Okay, eine sehr aufgeregte und komische Frau. Ui. Dann angeln wir das mal. Mehr das Angeln, genau, passt. Das war das, was ich machen wollte. Das wollte ich mal rein. Das wollte ich mal rein, das ist gut. So. So. Mein Auge ein bisschen am Jucken. So. Okay, müssen wir quasi in der Zeit hier angeln und dann kriegen wir die Punkte dafür. Sollten wir schon ein bisschen jetzt was, ja, was gönnen. Weil wir ordentlich an Punkten jetzt erfarmen können, wenn wir wollen würden. Wir wollen schon, denke ich. Obwohl der Fisch jetzt nicht wirklich groß ist, ne? Nicht wirklich. Wenigstens ein seltener Fisch vielleicht. Oh, ein Kalmar, ist okay. 22 Punkte immerhin. Nein, nicht dahinter. Stop. Geh mal zum glitzernden dahinter vielleicht. Ist auch kein zu großer Fisch, glaube ich. Auf jeden Fall größer als er gerade eben.
Ein Aal oder was ist das? Ein Haarschwanz. Ach, das ist der aufrecht schwimmende, wovon sie uns vorher erzählt hat, ne? Da hinten ist ja groß. Kriegen wir den? Den anderen kriegen wir gerade, aber egal. Der scheint auch nicht klein zu sein. Na, der ist ordentlich groß. Ziemlich schwer. Oh, mit die Wände sogar. Noch ein Event. Okay. Gut verschwommen. Bernsteinmakrele. Jetzt gibt es ordentlich Punkte, das ist gut. Okay, wir gehen nochmal hier hin. Obwohl der da hinten auch schon spannend wäre, der Riesenfisch da hinten. Können wir schauen, je nachdem, wie schnell wir den jetzt kriegen. Ja, den kriegen wir so. Ohne Probleme. Ja, Sardine gibt halt auch kaum Punkte, ne? Und der hier. Der ist ziemlich riesig und nicht so weit weg. Jetzt ist er ganz weg. Ja, okay, so viel dazu. Eine große geht hin. Ich hoffe, den schaffen wir in der Zeit überhaupt noch. Komm, geh doch hin. Wir schaffen nicht mehr. Das ist ein Witz. Ich glaube, noch einen kurzen. Nur mal ein Kamera tatsächlich. Ein Tintenfisch, okay. Wir haben die Punkte geknackt. Schaffen wir aber nicht mehr, ne? Wir schaffen den auch schnell. Ja, doch. Okay. Sehr schön, haben wir noch einen. Makrele. 3000 Punkte. Ist tatsächlich ziemlich viel. Also nicht fürs Angeln, aber wenn man die als EP bekommt, das ist ziemlich viel. Punkte ist echt nicht wenig. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe mir überlegt, dass diese goldenen Ballons nur 300 Punkte sind. Oder waren es 300? Ich glaube, es waren 300 Punkte, ne? Dann ist 3000 Punkte ja richtig viel. Na, hörst du im Angeln? Habt Schiffchen angebissen? Oder wenigstens einer? Aber ein großer? Los, erzähl mir alles. Nö, ich erzähle gar nichts. Ich gehe jetzt wieder. Tschüss. So. Ja, wir sind schon fast Level 93, ne? Das läuft doch schon gar nicht so schlecht. So, wir müssen jetzt aber weitergehen, ne? Wir haben jetzt hier noch einmal... Also zwei Sachen im Schneeresort. Jetzt bin ich am Tag drin. Egal, sind wir auch mal am Tag drin. Ist auch in Ordnung. Können wir auch machen. Ich denke, das Video wird vielleicht so 50 Minuten lang werden. Könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht so 45. Schauen wir mal, wie lange. Aber ja, ist ja okay. Ich mache aber 4 Orienteerings. So. Schau mal. Skier Snowboard, durchbricht die Sonne und Skier Snowboard Technik. Springe von einem Schlangenfelsen zum anderen. Na, wie sieht's aus? Die Sonne, würde ich sagen, machen wir als erstes. Mit Skier Snowboard, ne? Obwohl, eigentlich können wir das von hier aus machen. Da brauchen wir eigentlich gar keinen Helikopter. Gar keinen Übersprung. Also, nicht automatisch wohin. Da können wir aber mit dem Sessel fahren.
So, auf geht's. Da sieht man schon eine Sonne. Ich glaube, sogar die Sonne, die wir gleich noch springen, ne? Es gibt so viele Sonnen, gibt's ja, glaube ich, nicht. Oder ist hier eine andere? Ne, es ist schon die Sonne. Wo ich die mal viel größer vorgestellt habe. Ich würde fast meinen Hund überfahren, ja, geht's noch. Hat gereicht. Naja, hat fast geklappt. Die 2000 Punkte gehören uns. Und damit müssen wir nur noch Schlangenfenster machen mit Cheers, ne? Aber das ist gar nicht so einfach jetzt. Ich glaube, ich muss den Elfer nehmen. Ja, passt. Oder helf mir dem mal kurz noch. Gibt ja auch 5 Punkte, glaube ich, oder? 100. Okay, immerhin 100. Kann man gebrauchen. So. So, das ist gar nicht so einfach. Also es ist nicht zu schwer, aber man muss sich schon ein bisschen konzentrieren hier. Schon sehr schnell durchfährt. Und schwupp. Nice, da haben wir es auch schon geschafft. Doppelten McTwist auch noch dazu. Oh, wir sind Level 93! Yes! Schau mal etwas. Da geht's ganz schnell runter. Das war krass. Aber schaut euch an, wie hoch das war hier. Das war heavy. Gut. Dann nehme ich noch kurz den Ballon mit. Und dann sind wir hiermit fertig mit dem Orienteering. Das heißt, wir brauchen... Upsala, hier. Wir brauchen noch eins für diesen Part. Systemeinstellungen. Konsole. Uhrzeit. Ein Tag weiter. Upsala, zurück. Skispringen. Villa. Und Tennis. Okay. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Welche Reihenfolge ist eigentlich komplett egal. Ist eigentlich wirklich komplett egal, wie wir das machen. Gut, dann machen wir gleich das Skispringen als erstes, weil wir hier eh schon sind, ne? Skispringen. So, Skispringen. Oh nee, das ist der Hey Baby Typ. Der macht mich fertig, deswegen, ja, skippe ich den lieber mal. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Orienteering für diesen Part. Dann konnten wir einiges auf jeden Fall an Punkten sammeln. Jetzt muss ich drücken, schütteln, oder was? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Okay. Hat das gereicht für die Aufgabe oder muss ich weiterspringen? Yeah.
Bin ich freut. Nee, ich glaube, ich muss weiterspielen. Vielleicht muss ich 130 Meter spielen, kann auch sein. So. Ausgezeichnet, das war noch weiter. Fast 140. Ich denke, jetzt müsste es passen. Schauen wir mal, ob das angebrachter ist. Yeah. Man muss die 140 schaffen. Oh nee, so knapp nicht. So, was nochmal? Schon wieder nicht. Ich möchte nochmal kurz rausgehen. Ich möchte wissen, was ich schaffen muss. Weil ich kann mich jetzt zu Tode hier das versuchen, aber irgendwie klappt's nicht. Was war die Aufgabe? Ich muss doch Skispringen oder habe ich mich verwechselt mit irgendwas? Los, 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 Spiel. Ausgezeichnet! Jetzt bin ich gespannt. 140 doch. Oh, komm, Mann, ich war bei 139,6 oder was? Leute, das ist gemein. Das ist wirklich gemein, sowas. Das läuft nicht mehr so ganz gut. So. Perfekt. No! 139,9 und ich brauche 140. Das kannst du doch niemandem erzählen. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Oh Lord, das ist nicht dein Herz. Oh, da weine ich ja innerlich, das geht ja gar nicht. Oh Mann. Also irgendwie bin ich jetzt blöd zu springen. Gibt's hier irgendwie was, wie man spielt? Ah, das gedrückt halten. Okay, das mit drückt halten muss ich nicht. Muss ich nicht mehr. Ja, da wären wir schon viel schneller hier. Und wir haben denselben Rekord aber nochmal geschafft. Sehr schön. 146,9 Meter. Oh, der Tanz ist mal den Aloha-Tanz. I don't know. Was ist das, aber cool. Sehr gut. Das schaut gut aus.
haben wir geschafft. 140 Meter weit. Tanz einfach noch weiter. Wir können gar nicht genug tanzen. Okay. Dann gibt's noch das mit der Villa zum Haus. Und das war das letzte. Im Berg irgendwas, ne? Tennis, genau, Tennis. Ausgezeichnet, die Gefäße springen jetzt so richtig. Du musst erst Spaß drauf bekommen, bevor du Rekord aufstellen kannst. Ja, ich habe meinen Rekord erneuert. Es war quasi derselbe Wert nochmal. Aber immerhin. So. Mit deinem freien Spielen den Ball. Okay. Wir gehen jetzt erstmal. Wir machen erst das Bergresort, würde ich sagen. Und dann gehen wir auf das Villengelände. Ich würde sagen, das machen wir dann am Ende des Parts. Das passt dann immer ganz gut. Ach, am Ende des. Kann ich auf der Villa dann quasi den Part gleich beenden. Das passt dann. Das passt dann ganz gut. Yes. Yes, yes, ja. Ja, das war ein bisschen müde. So. Hallo, wir sind wieder mal im Bergresort. So. Direkt los, bitte. Bei meinem Auto. Ich nehme mal kurz den Luftballon noch mit. Habe ich jetzt mitgenommen, den Luftballon? Ja. Und lustig, dass die Leute, die in der Villa wohnen, nur einmal im Spiel vor die Haustür gehen. Nur wenn man dieses Suchspiel macht, des Königs. Das Botenspiel. Wie heißt es? Botenspiel heißt es, ne? Ja, Botenspiel. So, hi. Hey, willkommen zu Tennis Resort Bergaktivität. Andersrum natürlich, der Bergresort Tennisaktivität. Ich stehe so oft Tennis, dass ich versehentlich Tennis Resort gesagt habe. Wenn es um Tennis geht, werde ich ganz nervös. Ich trottel. Also, hier findet die Tennisaktivität statt. Spiele entweder allein oder mit anderen. Tennis macht schließlich jeder. Also los, nimm dir einen Schläger und mach dich bereit. Es geht gleich los. Warte, Moment. Knoll, du bist auch vorbeigetroffen. Benutzt der Rampe. Hier von hier aus zu. Ja, ja, gar kein Schluss. Knoll wird schon nicht vom Ball getroffen, hoffe ich. Der weicht da aus. Setzt doppelt ihm ein oder so. Irgendwas macht er auf jeden Fall. So, wir machen ein Freispiel. Einzel, wir müssen nämlich einen Schmetterer machen. Wie geht das? Profi. Wie macht man Schmetterer? Ah. Das heißt, ich muss ein bisschen hin und her spielen. Ah ja, genau so. So war das eigentlich, aber gut. Ja, so komme ich auch nicht zu meinem Schmetterball, den ich haben möchte. Doch jetzt. Nein! Oh. Das war richtig, nur ich bin zu langsam gewesen. Jetzt aber. War das ein Schmetterball? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Versuchen wir es mal. Hat es jetzt gezählt, der Schmetterball? Schauen wir mal. Zählt es? Ja, hat gezählt. Okay, gut. Dann haben wir das gemacht.
bin ich ja zufrieden. Bin ich ja sehr, sehr zufrieden. Gut, gut, gut. Dann haben wir das hingekriegt. Siehst du? Wow, siehst du? Unglaublich. Deine Schläge sind makellos. Verblüffe beim nächsten Mal alle, indem du noch besser spielst mit der Tennis da. Dankeschön, nett von dir. Sehr, sehr nett von dir. So, Geländewagen. Ist eigentlich egal, wir müssen eh ins nächste Resort, ne? Also aufs Villengelände, besser gesagt. Gehen wir da gleich hin, Resort wechseln. Oder müssen wir ins Villengelände aufs Dach gehen, ne? Mhm. Gehen wir bei Nacht, weil es bei uns ja auch gerade Nacht ist. 22:02 inzwischen schon. Sehr gut. Machen wir das. Ausgangssperre ist schon am Start. Deswegen schnell nach Hause hier. Schnell. So, dann habe ich hier jetzt mal. Bin ich jetzt mal ready für das Dachklettern. Dann hatten wir jetzt wirklich ganz geschmeidige 4 Orientierungs in einer Folge. Hat ja eigentlich gerade gut geklappt. Schwupp, schwupp. Und einmal schwupp. Schwupp. Und dupp. Und badababa. Hallo, ich bin auf dem Dach. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Ah, das muss jetzt nicht hier hin. Das ist ziemlich cool, das wusste ich gar nicht. Aber gut, ich würde sagen, das war's von der Folge von Switch Group Cash. Ein bisschen länger, aber ich denke, das ist okay, ne? Das war's schon. Ciao. Euer Zickerflieger, auf Wiedersehen. Tschüss.